Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Und King Kev und ich sind bereit zum Anime Talk. Kev, hi. Yeah. Hi. Anime Talk. King Kev ist am Start. Und wir haben uns überlegt, ja, Anime Talk, dann nimmt man doch mal am besten ein Spiel, was nichts mit Anime zu tun hat. Ja, Mann. Ja, es hat ja mehr oder ein bisschen mit Anime zu tun. Also komm, ich empfinde das, wir haben ja auch schon über Final Fantasy geredet eigentlich, ne? Nein. Nee, haben wir nicht? Ich dachte. Nein. Oh. Aber ich habe mir gedacht, bevor wir heute das Thema nehmen, reden wir über Final Fantasy. Aber das können wir das nächste Mal nehmen. Ja, also grundsätzlich Kingdom Hearts. Ich hoffe, einige von euch kennen Kingdom Hearts. Ich habe gesehen, viele aus der jüngeren Generation haben keine Ahnung, was das ist. Und deswegen würde ich sagen, Kev, erklär mal, was ist Kingdom Hearts eigentlich, das Spiel? Kingdom Hearts ist einfach eine Mischung aus Final Fantasy und Disney. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, oder? Ja, und ich finde, man denkt sich so, what the fuck, was soll das? Und ich weiß nicht, wie hast denn du das erste Spiel bekommen damals? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich es mir einfach gekauft. Allerdings, wo ich das gehört habe, Final Fantasy und Disney, das kann nur scheiße sein. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber man muss sagen, es ist eins der besten Videospielreihen, die es gibt. Richtig. Es ist einfach ja, so. Sehe ich genauso. Es gibt ja viele, es gibt Leute, die hassen das über alles und andere, die lieben das über alles. Und die Fanbase, die versteht, was wir meinen, die anderen verstehen gar nichts, aber vielleicht können wir es dir näher bringen. Grundsätzlich. Wie kann man das hassen? Es gibt echt wirklich sehr viele, die das nicht mögen. Aber ich finde, der Charme von Disney, jeder mag Disney irgendwo. Und vor allem aus der Kindheit. Und Final Fantasy ist ja auch geil und dieses Japano gemischt zusammen. Also ich erkläre mal ganz kurz die Grundstory. Sora ist der Held, die sind auf ihrer Welt und die wird eingesogen. Die kommen auf einmal Herzlose und Herzlose strömen aus alle Galaxien und die sehen auf einmal, dass es viele verschiedene Planeten gibt und dass es jedes Mal ein anderes Disney oder Final Fantasy Universum, meistens Disney, in dem du dich da bewegst und das ist einfach saugeil. Das sind so die Grundstories leicht abgewandelt und hammergeil. Und ja, ich glaube, die Welten sind alle nur Disney, nur die Charaktere sind manchmal aus Final Fantasy. Aber das alles zusammen ist, glaube ich, mehr Disney als Final Fantasy. Das stimmt ja, also eigentlich wandelst du mehr auf Disney-Welten, aber mit Final Fantasy Hauch, so wie dass auf einmal bei Herkules in der Arena auf einmal Cloud aus Final Fantasy 7 auftaucht und Sephiroth. Also das ist halt einfach geil. Ja, Mann. So, Kingdom Hearts, ich muss ganz kurz erklären, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe keine Ahnung gehabt, PlayStation 2 kam das erste Spiel raus. Auf einmal kam meine Schwester mit, ich habe ein Disney-Spiel. Das ist ja voll cool. Und ich so, okay, was soll das? Und dann, voll abgekotzt. Dann haben wir es angemacht und ich bin auf der ersten Welt schon gar nicht mehr klargekommen, wo du auf dieser Insel bist, wo ich gefühlt 18 Tage verbracht habe. Ja, weil du nicht wusstest, was du tun sollst. Ja, doch, ich hatte so blöd zum Lesen sind. Ich hatte so viel Spaß und war so verwundert, dass es auf einmal so eine Mischung gab aus Disney und es ging einfach in meinen Kopf nicht rein. Ich kam da nicht so klar. Und wir hatten das dann durchgespielt und waren beide da gehockt, haben beide geflennt. Und deswegen, es verbindet uns ganz stark. Und ja, das ist Kingdom Hearts. Ja, was kann man sonst noch dazu sagen zum ersten Teil? Dass er nicht so gut ist wie die darauffolgenden. Was? Ich finde Kingdom Hearts 1 ist der beste Teil. Nein, Mann, der zweite ist auch von der Steuerung viel geiler. Okay, der zweite. Ja, ich habe letztens den zweiten Mal angefangen, habe da nicht so weit gespielt, aber es gab ja dann auch viele. Es kam ja, glaube ich, Kingdom Hearts raus und dann kam das Game Boy Advance Spiel raus, ne? Ja, das hatte ich sogar auch mit den Karten. Ja, ne? Das hatte ich auch. Das war scheiße. Das war der letzte Rotz. Das fand ich aber an den ganzen Spielen richtig beschissen. Die ganzen Kingdom Hearts Teile kamen für die PlayStation, dann kam für den Game Boy, für die PSP und nie irgendwas. Man musste sich alles zusammen kaufen, jede Scheißkonsole, damit man überhaupt die Teile spielen konnte. Klar, mittlerweile gibt es die in so Bundles drin und sowas und als Remix, wie es halt jetzt bei Kingdom Hearts so ist. Aber ich fand das so mies. Hey. So richtig das Geld rausgezogen aus den Leuten, ey. Ja, ich habe auch noch nicht geschafft, alle Prequels, nennt man das dann, glaube ich, durchzuspielen. Ich weiß ja nicht, ob die wirklich so viel miteinander zu tun haben. Mittlerweile habe ich auch, glaube ich, alle Spiele zusammen, die es da gibt. Vom PSP über 3DS über Game Boy. Aber hast du auch das Handyspiel? Das Handyspiel nicht, nee.
Das ist genauso scheiße. Das motiviert mich ja. Aber die Hauptreihe ist geil. Das, da kann man einfach nichts dagegen sagen. Kingdom Hearts 2, richtig geil. Vor allem dann, ich erinnere mich, glaube ich, noch an einen Kampf mit Final Fantasy, wo dann auch Sephiroth wieder da war, ne? Ja, und da war es sehr viel einfacher als im ersten Teil. Oh, ich liebe den aus dem ersten Teil. Weil auch, du konntest ja kontern und allgemein die Angriffe waren viel flüssiger als im ersten Teil. Hm. Ja, ansonsten, welcher Charakter hat dir am besten gefallen aus Kingdom Hearts? Rico. Ja, das ist der Vegeta. Der Vegeta. Ja, der hatte so einen richtigen Badass-Charakter. Eigentlich ist Rico der netteste überhaupt. Ich habe jetzt den Einzelner nochmal komplett durchgespielt. Das ist komplett falsch dargestellt. Der will genauso wie die anderen beide beschützen. Also er ist ja, Kairi wird ja entführt und er versucht ja, sie zu beschützen, indem dass er die Dunkelheit annimmt. Also ist er halt einfach der Bad Hero, also der Anti-Held. Die Grundintention dahinter, dass er das gemacht hat, war ja, um seine Freunde zu beschützen. Also es ist ja nicht so, dass er gesagt hat, Leute, faked euch, ich bin raus, sondern der wollte ja, leck mich, Leute, ich gehe nach Hause. Nee, er wollte ja allen helfen, hat ja auch am Schluss von Kingdom Hearts 1, wurde ja Licht und Schatten gebraucht, um das Tor zu schließen. Also man hat ja einen gebraucht, der da hinten, der auf der anderen Seite zumacht. Und im zweiten kommt er ja auch wieder, ne? Ich habe das nämlich mal ganz so im Kopf beim zweiten. Ja. Ja, das ist ganz schwierig. Ich kapiere das auch nicht so ganz. Man spielt ja im zweiten erst den Roxas da. Richtig. Der ja im Grunde die, ich weiß nicht, was ist denn der? Das ist wirklich schon eine Weile her, wo ich die alle gespielt habe. Also Roxas ist eigentlich der Niemand und also es gibt irgendwie Niemande von einem selber. Ach, der Niemand von Sora, genau. Genau. Aber der ist auch gut, was ich auch nicht verstehe. Was ist der? Der ist ja im Grunde auch ein guter Charakter. Ja, richtig. Und die ganzen Niemandes sind ja eigentlich böse, wenn man das so sehen will. Ja, ich glaube, die wissen manchmal nicht so ganz, was sie sind. Ja. Namine ist dann von Kairi, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Ist schon zu lange her. Ja, ich habe den zweiten, echt, ich vergesse den zweiten immer, obwohl es da auch richtig geil war. Weil, zum Beispiel, was mir im zweiten am besten gefallen hat, ich fliege so von Welt zu Welt, auf einmal... Scheiße! Fluch der Karibik! Mit Captain Jack Sparrow rumrennen, Alter. Ich hab das so abgefeiert ohne Ende. Das war so awesome. Ach, da war ja noch was. Ja. Oder Tron, die Welt von Tron. War alles geil. Boah, nee, die hat mich immer genervt, Mann. Die, ach, nee. Da gab's dann schon geile Disney-Sachen. Ich glaube, wenn. Ich bin jetzt der Meinung, wenn jetzt ein Teil 3 mal kommen sollte, irgendwann, er wird kommen. Irgendwann. Da gibt's da bestimmt. Disney, Marvel Avengers, kann ich mir vorstellen. Stimmt, die gehören jetzt mittlerweile auch zu Disney. Ja. Was könnte es noch geben? Was kam noch? Definitiv wird Frozen dabei sein. Ja, Bayana wird dabei sein. Vielleicht, warte mal, was hat man schon gesehen? Herkules wird auf jeden Fall wieder dabei sein. Vielleicht alles den steht Kopf, man, könnte man noch mit reinnehmen. Gesehen. Oder war das? Ja, war auch Disney. Pixar, glaube ich, aber. Oh Gott. Wenn du das so überlegst, die ganzen Disney-Filme, die jetzt einigermaßen rauskommen, bis auf Frozen, so waren eigentlich scheiße. Naja, es kommt drauf an. So 50-50. Aber. Ja, vielleicht kommt wieder Flucht der Karibik. Ja, ja. Ja, aber ich bin gespannt, was kommt. Also, die Klassiker waren ja auf jeden Fall geil. So die alten, dass du bei Schön und das Biest bist, dass du bei Aladdin bist, dass du bei König der Löwen bist und sowas. Das war halt einfach geil. Das hat dann einfach Spaß gemacht. Also, ich muss gerade überlegen, war man bei König der Löwen? Ja, also zumindest hat man Simba als GF, also als Beschwörung gehabt. Aber man war bei Tarzan, ja. Ja, Tarzan war da mit dabei. Genau. Halloween, hier Nightmare Before Christmas, hammergeil. Ah, die beste Map. Absolut, mit der besten Musik. Aber ja, bevor wir weiter schwärmen in der Vergangenheit dazu, würde ich an dieser Stelle sogar schon fast beenden. Und wenn ihr mehr über Kingdom Hearts hören wollt... Was? Ja, es sind echt schon 10 Minuten rum. Kingdom Hearts füllt 3 Stunden. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann schreibt es in die Kommentare und dann machen wir eine weitere Folge darüber. Naja, okay. Okay. Du bist ja schon vorher enttäuscht, dass es schon zu Ende ist, oder? Ja. Tja,
Tut mir leid. Und jetzt muss ich schon wieder ein Video mit dir aufnehmen. Oh mein Gott. Sayonara. Ciao. Tschüss.